Gähnende Leere hier im Impfzentrum in Lanau. Kaum jemand will sich derzeit noch impfen lassen und vor allem nicht mit AstraZeneca. Nein, ich möchte kein AstraZeneca, weil das zu arg in den Medien ist. Also es tut mir leid. Astra wollte ich halt gar nicht haben, weil das negativ halt in den Schlagzeilen war. Und somit habe ich mich dann halt für Johnson & Johnson entschieden. Dabei hätten 3000 Dosen AstraZeneca hier in den vergangenen 2 Tagen als Erstspritze für die Kreuzimpfung verimpft werden können. Gekommen sind dafür aber gerade mal 23 Personen, darunter Jonathan Koch. Sein Grund? Mir wurde gesagt, dass die für die Mutanten wirkungsvoller ist. Und gerade da die Mutanten ja jetzt die größere Gefahr im Moment darstellen, da die auch den höheren Anteil der Infektionen ausmachen, habe ich gesagt, nehme ich die Impfung. Seine Erstspritze ist jetzt der Vektorimpfstoff AstraZeneca. In 4 Wochen wird es dann der mRNA-Impfstoff BioNTech sein. Dieser Impfwunsch ist rar, sagt Dr. Walter Staden, und das sei nicht verwunderlich. Der Impfstoff AstraZeneca ist in der Öffentlichkeit einfach mit einem solch negativen Image behaftet. Leider, denn es bleibt ein guter Impfstoff, der vor schwerer oder todbringender Erkrankung schützt. Zu dem negativen Image komme außerdem eine generelle Impfmüdigkeit in der Urlaubszeit hinzu. Zudem seien viele Patienten unsicher, was die Anerkennung einer Kreuzimpfung im Ausland anbelangt. Das bekommt auch Hausarzt Christian Sommerbrot in Wiesbaden täglich zu spüren. Es sind meistens Menschen, die ins Ausland fahren wollen und einfach sicher gehen, dass in dem jeweiligen Land, wo sie hinreisen, der Impfstoff auf jeden Fall anerkannt wird. Das ist im Moment eine sehr heterogene Lage, sehr gemischte Lage. Manche Länder akzeptieren das, andere Länder akzeptieren das nicht. Diese Empfehlungen wechseln auch ständig. In Europa wird die Kreuzimpfung anerkannt. Bei einer Reise in außereuropäische Länder sei es aber noch mal ratsam zu prüfen, ob die Kreuzimpfung dort als voller Impfschutz akzeptiert wird. Denn eine Empfehlung gibt es von der Weltgesundheitsorganisation wegen der dünnen Datenlage derzeit noch nicht. Anders hält es die Ständige Impfkommission. Sie hat Anfang des Monats ihre Empfehlung für die Kreuzimpfung ausgesprochen. Verschiedene Daten sowohl aus dem nationalen als auch aus dem internationalen Umfeld zeigen ganz eindeutig, dass die sogenannte Kreuzimpfung, wir sprechen auch von heterologer Impfung, eine höhere Impfeffektivität hat als 2 Impfungen von AstraZeneca. Die liege bei 70-80%, die Kreuzimpfung hingegen bei 94-95%, ähnlich wie bei der Impfung mit 2 mRNA-Impfstoffen. Und die Kreuzimpfung könne man schon 4 Wochen nach der ersten Spritze abschließen. Und das ist ganz besonders wichtig zum Schutz vor der Delta-Variante. Sabine Wicker bezieht sich hier auf Ergebnisse diverser Zulassungsstudien zur Kreuzimpfung. Auch wenn diese keine Langzeitstudien sind, hält die Ärztin an der Aussagekraft dieser Studien fest. Es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Studien, also sowohl, dass unterschiedliche Patientengruppen, unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche Zeitabstände, unterschiedliche Impfstoffe oder Impfintervalle untersucht wurden. Und die Ergebnisse waren ziemlich eindeutig gewesen und belegten stets die sehr hohe Impfeffektivität der sogenannten Kreuzimpfung. Und trotzdem, die Verunsicherung bezüglich einer Kreuzimpfung scheint bei vielen noch groß. Im Lahn-Dill-Kreis zumindest bleiben die Patienten, die sich gezielt dafür entscheiden, aus. Und der Impfstoff muss hier, wie derzeit vielerorts in Hessen, erstmal noch im Kühlschrank warten.